Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir das Problem lösen können, wenn wir ein Bild hier oder mehrere ausdrucken wollen, ja, indem wir das Bild markieren oder die Bilder eben und dann mit der rechten Maustaste hier auf Drucken klicken und der Druckauftrag, der wird hier direkt an den Drucker gesendet, ja, wie man hier sehen kann. Also uns fällt, beziehungsweise dieser Vorschaufenster wird uns nicht angezeigt, wo wir die Einstellungen ändern oder anpassen können halt. Ja, der Drucker wird hier direkt loslegen, hier und das Bild ausdrucken, ohne dass wir die Möglichkeit haben, ja, die Einstellungen anzupassen. Wie gesagt, genau, das Problem hier ist, beziehungsweise die Lösung ist ganz einfach, und zwar, das liegt daran, dass wir unser Standard ja, Programm hier, für, um die Bilder anzuzeigen, Paint ist. Ja, da macht er das halt so. Alles, was wir jetzt hier machen müssen, ist einfach den unserem hier über die, also das Bild markieren oder ein Bild mit der rechten Maustaste hier öffnen mit. Und hier gehen wir auf andere App auswählen. Und hier müssen wir eben dieses Fotoprogramm von Windows hier auswählen. Ja. Und schon ist das Problem gelöst hier oder auch nicht. Wir haben vergessen natürlich, also nochmal hier öffnen mit andere App auswählen und hier genau noch den Haken setzen. Hier immer diese App zum Öffnen von JPEG-Dateien verwenden und hier Fotos. Zack. Genau, wenn wir jetzt öffnen, öffnet sich das jetzt mit dem hier Windows Foto App. Zack. Und schon können wir jetzt, wenn wir die Bilder auswählen, hier, ich mache mal eins vielleicht, und rechte Maustaste haben wir hier die Option drucken. Irgendwo hier. Zack. Und schon haben wir jetzt unsere Vorschaufenster hier und haben die Möglichkeit eben, ja, uns hier die Einstellungen zu ändern, anzupassen, wie wir das haben wollen. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.